Ja, ich glaube, es ist Zeit, dass wir mal über oben und unten reden. Oben ist ja bekanntermaßen da und unten ist ja bekanntermaßen da. Jetzt kommt es ziemlich häufig vor, dass wenn ich zu einem sage, komm, spiel doch mal ein G-Dur, dann klingt das so. Und ich denke mir, guck nochmal, greif mal bitte einen Bund tiefer. Und dann passiert das. Und ich so, nein, nein, tiefer. Nein, tiefer! Wieso tiefer? Ist doch tief. Oder wenn ich zum Beispiel sage, spiel mal ein E, das ist der vierte Bund auf der C-Seite. Und ich sage, nein, nein, das ist, mach tiefer bitte. Nein, tiefer! Es ist keine Seite mehr. Tja. Das liegt an Folgendem. Wenn ich sage musikalisch tiefer, dann meine ich nicht nach unten, sondern ich meine, dass der Ton tiefer werden soll. Das ist eigentlich logisch, oder? Das heißt, wenn ich diesen Ton habe, ist tiefer mit dem Finger nach da rutschen. Nach oben eigentlich. Ja? Oder wenn ich sage, greif mal eine Seite höher, dann meine ich, also nach da rutschen. Die Seite wechseln, meine ich. Macht das Sinn? Es geht darum, dass der Ton höher wird. Ne? Also das heißt, bei der Ukulele ist oben da und da. Hier ist der höchste Ton und hier ist der tiefste Ton. Und wenn ich nach oben gehe, gehe ich immer weiter nach unten. Falls das für euch Sinn macht. Wenn nicht, auch egal, dann abonniert ihr einfach meinen Kanal und ihr kriegt mehr Videos von mir und ihr liked mich und hüpft und tanzt für mich. Fände ich auch schön. Tschüss. Hör tiefer. Probleme haben die Menschen.